Die Deutschen haben einen neuen Volkssport. Pakete bestellen. Mit ihrer Lust am Online-Shopping setzen Verbraucher eine wahre Paketlawine in Bewegung. Rund 3 Milliarden Stück waren es 2016. Weil es praktisch ist. Ich kann es zu jeder Uhrzeit machen. Und meistens ist es, oder oft ist es auch günstiger. Doch wo geliefert wird, da geht auch jede Menge schief. Wir machen den Test. Welcher Paketdienst ist am zuverlässigsten? Ich glaube, hier haben sie es nicht so gut. Ja, ich glaube auch DPD, die sind immer so ruckartig unterwegs. Und auch bei der Übergabe an der Haustür läuft nicht immer alles rund. Es wird geklingelt oder auch nicht. Und ja, man wartet irgendwie vergebens und das ist doof. Druck vom Kunden, Druck vom Chef. Und am Ende sind immer die Paketzusteller schuld. Viel Arbeit für wenig Geld. Ja, man muss das schon ein bisschen mögen. Ich brauche Privatbereich keinen Sport mehr betreiben. Wie fair sind die Löhne in der Branche? ZDF Zeit macht den Check. Welcher Paketdienst ist der beste? Marktführer DHL oder die Konkurrenz von DPD, Hermes und GLS? Der große Paketdiensttest. Wir wollen wissen, wer liefert am schnellsten? Wer hat die besten Preise? Wer bietet den besten Service? Wie stark belastet Pakete schicken die Umwelt und wie fair behandeln Konzerne ihre Mitarbeiter? Runde 1. Welcher Paketdienst ist am schnellsten? Wir sind am nördlichsten Zipfel Deutschlands. Dort drüben am anderen Ende des Hindenburgdamms liegt Sylt. Und Richtung Norden ist Dänemark nur ein Steinwurf entfernt. Willkommen in Rodenäs, dem nördlichsten Dorf auf deutschem Festland. Moin! Seit über 20 Jahren ist Telse Voss-Nielsen hier oben zu Hause. Und sie ist es gern. Denn ganz so einsam, wie man glaubt, ist es hier oben gar nicht. Natürlich bekommt man hier oben Pakete, auch wenn es das nördlichste Dorf Deutschlands ist. Und wenn man mal ein Paket hat, dann bringt man das eben zur Post. Auch schon mal andere Paketdienste ausprobiert? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Doch ausgerechnet die Post wird derzeit mit Bombenpaketen erpresst. Kunden sollten daher Sendungen von unbekannt oder verdächtige Päckchen nicht öffnen, sondern die Polizei alarmieren. Unsere Testerin schickt 4 Pakete los. Pro Paketdienst 1. Vom nördlichsten Punkt des Festlands über 1000 Kilometer zum südlichsten. Weiter geht es innerhalb Deutschlands nicht. Ihr Ziel? Der Birksauer Hof, das südlichste Hotel Deutschlands. 1 bis 2 Werktage Lieferzeit versprechen alle Paketdienste. Und zwar bundesweit, ohne Kilometerbegrenzung. Ich stelle mir das schwierig vor, das ist ja nicht nur ein Paket, ne? Und das Paket muss ja auch von irgendjemandem gefahren werden oder mit einem Zug oder so. Also ich denke schon, dass das 2 Tage mindestens braucht. Damit alle Anbieter die gleichen Chancen haben, buchen wir als Zusatzservice das Abholen der Pakete dazu. 2 bis 6 Euro kostet das, je nach Anbieter. Unsere Testerin kann bequem zu Hause auf die Fahrer warten. Ich habe es auch schon erlebt, dass ein Paketbote abends um 9:30 gekommen ist. Na, hoffentlich muss Frau Voss-Nielsen heute nicht so lange warten. Irgendwann in der Zeit bis 18 Uhr sollen die Boten die Pakete abholen. Genaueres erfährt unsere Testerin nicht, also abwarten. Doch ihre Geduld wird wirklich auf eine harte Probe gestellt. Nach fast 3 Stunden Warterei ist klar, die Pakete selber wegbringen wäre schneller gegangen. Denn selbst hier oben in einem der am dünnsten besiedelten Landkreise der Republik liegt der nächste DHL-Shop gerade mal 2,4 Kilometer entfernt. Zu DPD, Hermes und GLS muss Frau Voss-Nielsen 15 Kilometer bis nach Nibüll fahren. Und so ist es fast überall in Deutschland. Denn DHL hat mit 28.000 Shops mehr als die gesamte Konkurrenz zusammen. Bei Frau Voss-Nielsen ist inzwischen Mittagszeit. Und siehe da, Punkt 13 Uhr tut sich endlich was.
Die Post ist da und sie möchte das Paket für DHL abholen. Eigentlich sind die Briefpost und der Paketdienst DHL zwei eigenständige Unternehmen. Doch gerade auf dem Land arbeiten sie eng zusammen. Für DHL ein Wettbewerbsvorteil, denn DPD, Hermes und GLS müssen überall mit ihren eigenen Leuten hin. DHL gewinnt unseren Test. Zweitschnellster war GLS. Es folgen DPD und als Schlusslicht Hermes. Feierabend. Nach fast 9 Stunden Warterei. Also mein Fazit ist, ich werde es weiterhin mitnehmen und dann bei der Post abgeben, das Paket. Ja, es ist praktischer. Für die Paketdienste geht die Arbeit dagegen jetzt erst richtig los. Vor unseren Testpaketen liegen mehr als 1000 Kilometer einmal quer durch Deutschland. Wenn alles perfekt läuft, kann ein LKW die Strecke über Nacht gerade so schaffen. Der nächste Morgen. Am Ziel in Oberstdorf erwartet uns Sauwetter statt Postkartenidylle. Trotzdem legen wir uns auf die Lauer und warten ab. Werden die Zusteller tatsächlich heute schon unsere Pakete liefern? Als erstes kommt, wie jeden Tag, die Post. Theoretisch könnte der Bote unser Paket dabei haben, denn auch hier in Oberstdorf helfen die Postboten ihren DHL-Kollegen beim Pakete austragen. Die Spannung steigt, aber Fehlalarm. Kein DHL-Paket. Also weiter warten. Und es dauert gar nicht lange, da kommt schon der nächste Wagen um die Ecke. Hat es vielleicht GLS geschafft, unser Paket in nur einem Tag nach Süddeutschland zu bringen? Ja. In weniger als 24 Stunden liefert GLS unser Paket vom einen Ende Deutschlands bis ans andere. Bei genauerem Hinsehen sind zwar gewisse Transportspuren nicht zu leugnen, aber an der Lieferzeit gibt's wirklich nichts zu meckern. Respekt! Ich hätte gedacht, DHL ist der schnellste. Aber dass GLS der schnellste ist, nein. Ein echter Imagegewinn also für die Leute von GLS. DHL landet mit 2 Tagen Lieferzeit am Ende nur auf Platz 3, denn DPD war ein paar Stunden schneller. Nur bei Hermes dauert's länger als versprochen. 3 Tage war unser Paket unterwegs. Nur ein Zufall? Für ein aussagekräftiges Ergebnis schicken wir noch viel mehr Pakete. Aufs Land und in die Stadt. In den Norden und Süden, in den Osten und Westen. 35 Pakete pro Anbieter, 140 insgesamt. Resultat unserer Stichprobe? Hermes war im Schnitt mit 58 Stunden der langsamste Anbieter. Bei allen anderen sind die Pakete zwischen 33 und 40 Stunden, also 2 Tage unterwegs. 3 Anbieter haben also die zugesagte Lieferfrist eingehalten. Dafür gibt's für DHL, DPD und GLS jeweils 1 Punkt. Nur Hermes konnte beim Tempo nicht ganz mithalten und geht in dieser Runde leer aus. Als nächstes kümmern wir uns um die Preise. Welcher Paketdienst ist der billigste? Einmal im Jahr verfällt Deutschland in einen kollektiven Konsumrausch. Weihnachten steht vor der Tür. Zeit, seinen Lieben Geschenke zu machen. Und viele dieser Geschenke verschicken die Deutschen heutzutage per Paket. Am beliebtesten sind nach wie vor die Klassiker, Spielwaren, Bücher und DVDs, Spirituosen, Elektronik und natürlich Schmuck und Parfums. Über die Hälfte ihrer Pakete geben die Deutschen im Dezember auf. Aber welcher Anbieter ist am preiswertesten? Wir rechnen nach. 2 Flaschen Wein. Mit 4,20 Euro ist DPD hier am günstigsten. DHL verlangt fast 50% mehr. Bei der dicken Daunenjacke ist dagegen DHL mit 5,99 Euro am billigsten. Der Grund liegt im Preissystem. Denn bei GLS, Hermes und DPD ist die Größe entscheidend für den Preis. Bei DHL zählt dagegen vor allem auch das Gewicht.
Das führt dazu, dass nur die Preise von DPD, Hermes und GLS auf den ersten Blick vergleichbar sind, mit entsprechend geringen Unterschieden. Ganz anders DHL. Hier kann ein und dieselbe Paketgröße je nach Gewicht verschiedene Preise haben. Aus Kundensicht nicht gerade übersichtlich. Nur in einem sind sich alle einig. Wenn ein Paket auf seiner Reise eine Grenze überqueren muss, wird's bei allen Firmen sofort richtig teuer. Wir sind ganz im Westen der Republik, in Kehl am Rhein. Gleich nebenan, auf der anderen Rheinseite, liegt Straßburg, gerade mal 1 Kilometer entfernt. Aber Pakete auf die andere Seite schicken, das kommt für die meisten hier nicht in Frage. Wenn ich gezwungen wäre, auf irgendeine Art und Weise nach Frankreich Pakete zu schicken, ja, dann setze ich mich lieber als Autofahrer dahin, wo ich sie haben will. Denn für den Kilometer über die Grenze verlangen die Paketdienste statt rund 5 Euro wie in Deutschland mehr als das Dreifache. Ich kann mir es aber halt denken, weil es ins Ausland geht, dass Auslandstarife teurer sind. Warum? Weiß ich nicht. Ja, das ist Geldmacherei. Das gibt keinen triftigen Grund, jetzt das dreimal teurer zu machen. Ja. Wir wollen der Sache genauer auf den Grund gehen und fahren nach Straßburg. Zusätzlichen Aufwand bei Grenz- und Zollkontrollen gibt es längst nicht mehr. Trotzdem nutzen deutsche Paketdienste die Grenzen für deftige Preisaufschläge. Denn in der Fremde passen sie sich den landestypischen Preissystemen an. So ist in Frankreich ein Standardpaket viel teurer als in Deutschland. Und nicht nur hier, fast überall in Europa sind die Preise 2- bis 3-mal höher. Im internationalen Vergleich sind die Paketdienste in Deutschland also ziemlich günstig. Die Paketdienste investieren hierzulande Hunderte von Millionen in ihre Logistikzentren. In Bad Rappenau steht eines der modernsten. Im Sommer 2017 hat Hermes die Anlage in Betrieb genommen. Tempo ist Trumpf bei der Verarbeitung der täglichen Paketlawine. Deutsche Ingenieurskunst macht es möglich. Im Vorbeifahren werden die Pakete in Sekundenschnelle gewogen und vermessen, einsortiert und eingescannt. Insgesamt ist die Verweildauer am Logistikzentrum natürlich schon ein paar Stunden, weil die LKWs ja nur voll beladen, getaktet nach einem festen Fahrplan hier wieder vom Gelände runterfahren. Aber die echte Sortierzeit bewegt sich bei 2 bis 3 Minuten. Nur das Be- und Entladen der LKW ist nach wie vor Handarbeit. Bis jetzt gibt es keine Maschine, die das so schnell und gut erledigen kann. Bis zu 18.000 Pakete werden hier pro Stunde verladen. Das sind rund 300.000 am Tag. Normalerweise läuft alles ruhig und geregelt. Nur vor Weihnachten ist alles anders. Saisonal ist es natürlich so, dass wir im Sommer deutlich kleinere Pakete haben als im Weihnachtsgeschäft, was uns natürlich doppelt wehtut, weil im Weihnachten natürlich automatisch mehr Pakete verschickt werden und die Mehrpakete auch noch größer sind. Wenn Sie beispielsweise kleine Pakete, Schuhkartongröße, beladen in so einen LKW, dann können Sie da vielleicht 2.000 oder 3.000 Pakete reinladen. Und wenn größere Kartons das dreifache Paketmaß ausmachen, dann sind es halt nur 600 oder 700 Pakete. Größere Pakete, die mehr Platz brauchen. Auch deshalb sind in der Weihnachtszeit deutlich mehr Zusteller unterwegs. Und auch die modernsten Logistikzentren werden nicht verhindern können, dass die Lieferzeiten dann etwas länger dauern. Unser Fazit: Über die Preise können sich Kunden in Deutschland nicht beklagen. Je einen Punkt vergeben wir an DPD, Hermes und GLS. Wegen des komplizierten Preissystems geht Marktführer DHL in dieser Runde leer aus. Als nächstes testen wir, wie die Paketdienste beim Service abschneiden. In Deutschland werden täglich im Schnitt rund 10 Millionen Pakete befördert. Doch das funktioniert nicht immer reibungslos.
Kunden erleben mitunter die tollsten Geschichten, beispielsweise wenn sie unverhofft ihr Paket in der Altpapiertonne wiederfinden. Um einen Überblick zu bekommen, was auf dem Paketmarkt alles schiefläuft, betreibt die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen seit knapp 2 Jahren das Portal Paketärger. Das ist von langer Laufzeit des Paketes, von einer ungenügenden Zustellung. Das heißt, ihr Paket liegt im Hausflur, liegt im Garten, auf einer Terrasse. Durch Toilettenfenster werden Pakete in eine Wohnung eingeworfen, in der Hoffnung, dass es den Empfänger erreicht. Und natürlich der Klassiker, keine Benachrichtigungskarte im Briefkasten. Und das Ganze wurde bei einem Ersatzempfänger abgeliefert. Paketboten, die weder klingeln noch eine Karte in den Briefkasten werfen. Damit hat Jasmin Gläser so ihre Erfahrungen. Von ihrer Dachgeschosswohnung aus versucht sie, ihren kleinen eigenen Onlineshop aufzubauen. Regelmäßig erwartet sie deshalb Lieferungen mit neuem Material. Es wird geklingelt oder auch nicht. Und ja, man wartet irgendwie vergebens. Und das ist doof. Das ist nicht gut. Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Vor 2 Tagen haben wir deshalb 4 Testpakete losgeschickt. Heute wird sich zeigen, wie ernst Zusteller ihren Beförderungsauftrag tatsächlich nehmen. Der Paketdienstleister schuldet die Ablieferung und die Ablieferung erfordert eine persönliche Übergabe beim Empfänger und auch einen gewissen Willensprozess des Empfängers. Also die Ablage im Hausflur, im Garten, auf Balkon etc. ist ohne entsprechende Willensbekundung des Empfängers nicht zulässig. Jasmin Gläser wird den ganzen Tag zu Hause bleiben. Die Dienste kündigen zwar auf Wunsch ihre Lieferung per E-Mail vorher an, aber darauf will sich unsere Testerin lieber nicht verlassen. Denn auf die Minute genau und garantiert sind solche Angaben nicht. Hallo? Hallo? Ja, ganz oben im Dachgeschoss. Wir haben einen Aufzug hinten. Jetzt wird's spannend. Wird der DHL-Mann das Paket bis an die Wohnungstür liefern? Hallo, stellen Sie es einfach hier oben ab. Alles klar, danke schön, ciao. Siehe da, das erste Paket ist damit vorschriftsmäßig hier im 6. Stock angekommen. Auf den Mann von DHL ist Verlass. Es hängt wirklich von dem Zusteller selber ab. Also der ist wirklich top, der ist gut. Vertretung ist dann schon mal nicht mehr so gut. Ja, so warte ich eigentlich jeden Tag hier. Hallo? Hallo, Herr. Der nächste Kandidat. Unsere Pakete sind groß und schwer. Aber auch der Bote von Hermes lässt sich von den vielen Stockwerken nicht schrecken. Damit wurde auch das 2. von 4 Testpaketen ganz vorbildlich zugestellt. Und da kommt auch schon GLS. Hallo. Hallo, haben wir das vergessen? Sie? Ja, ganz oben im Dachgeschoss. Wir haben hinten einen Aufzug, ja? Okay. Alles, wie es sein soll, so scheint es. Doch dann verliert sich die Spur unseres GLS-Manns. Ich geh mal kurz nachschauen, was da los ist. Hat der Bote das Paket etwa wieder mitgenommen? Nein, er hat sich einfach den Weg in den 6. Stock gespart und das Paket am Eingang abgelegt. Da steht es nun und könnte von jedermann mitgenommen werden. Die Tür ist offen, also hier werden Wohnungen renoviert, es kommen Leute rein und raus. Nachricht? Keine Nachricht. Pakete, die für alle zugänglich herumstehen, das geht gar nicht. Genau deshalb ist diese Form der Zustellung auch rechtlich gar nicht zulässig. Bleiben Sie hartnäckig, beschweren Sie sich. Und wenn das auch alles immer weiter nicht hilft, beschweren Sie sich auch bei der Bundesnetzagentur, melden sich bei Paketärger und im schlimmsten Falle müssen Sie halt den Paketdienstleister wechseln. In unserem Test sind von 4 Paketen nur 2 bis an die Wohnungstür geliefert worden. Das GLS-Paket musste Jasmin Gläser selbst nach oben schleppen. Und DPD fällt aus der Wertung. Das Paket kam erst mit 2 Tagen Verspätung an. Ebenfalls ärgerlich, wenn das, was drinsteckt im Paket, unterwegs beschädigt wird. Deshalb testen wir als nächstes, wie vorsichtig die Unternehmen mit unseren Paketen umgehen.
In Düsseldorf bitten wir Passanten für unseren Testversand, jede Menge Zerbrechliches nach bestem Wissen und Gewissen einzupacken. Ich würde erst die Teller machen. Und du willst ein Zeitungspapier einpacken? Ja. Beim Umzug sollte ich die auch immer alle Zeitungspapier einpacken. Hauptsache gucken, dass nichts zerbricht. Mit großem Engagement und höchster Sorgfalt gehen unsere Tester zu Werke. Sollte also doch etwas kaputt gehen, liegt das garantiert nicht an mangelndem Einsatz beim Verpacken. Schütteltest. Schütteltest. Alles gut. Tschüss, gute Reise. Gut 400 Kilometer sind es bis zum Ziel in Hamburg. Ich glaube, hier haben sie es nicht so gut. Ja, ich glaube auch DPD, die sind immer so ruckartig unterwegs. Ich muss sagen, bis jetzt hatte ich toi 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 noch keine Probleme. Vielleicht war doch einfach nur Glück. Ich würde es mit DHL verschicken, glaube ich. Wir schicken unsere Pakete auf die Reise. Insgesamt 12 Stück, pro Anbieter 3. Werden die Teller, Gläser und Bilderrahmen heil ankommen? Und hier wartet schon der Empfänger. Am Institut für Verpackungstechnik der HAW Hamburg. Professor Bernd Sadlowski wird unsere Pakete auf Schäden untersuchen. Der Experte kennt sich bestens mit Verpackungen aus. Sie sind geradezu seine Leidenschaft. Ich gehe anders durch den Supermarkt als andere. Ich versuche permanent festzustellen, wo kann man eine Verpackung verbessern? Wie kann man sie leichter öffnen? Das sind alles super spannende Themen. Und ja, ich liebe einfach Verpackungen. Der Experte weiß, richtig verpackt ist Bruch nahezu ausgeschlossen. Und wie es scheint, haben unsere Tester in Düsseldorf ganze Arbeit geleistet. Der größte Teil ist heil geblieben. Aber ganz ohne Scherben ging's dann doch nicht. Erster Schaden. Schönes Bild. Irgendetwas hat drauf gedrückt. Lag ganz unten, wirklich horizontal drin. Und ich fühle schon, Sie sehen es noch nicht, aber tata. Und es ist noch mehr kaputt. Insgesamt übersteht einer von 12 Tellern die Reise nicht. Dazu 3 Bilderrahmen, 1 Glasschälchen und 2 von 20 Gläsern. Ärgerlich. Aber für solche Fälle sind die Pakete ja eigentlich versichert. Wenn Sie einen Schaden geltend machen, dann müssen Sie natürlich beweisen, dass Sie den Inhalt in dem Paket ordnungsgemäß eingeliefert haben. Und Sie müssen beweisen, welchen Wert das hatte. Das können Sie zum Beispiel über Rechnungen oder Belege. Wenn Sie das schaffen, dann haben Sie grundsätzlich einen Schadensersatzanspruch, wenn das dann in der Obhut des Paketdienstleisters beschädigt wurde. Dieser kann aber dann sich auf eine unzureichende Verpackung berufen und das als Haftungsausschluss geltend machen. Aber kämen die Paketdienste damit auch in unserem Fall durch? Professor Sadlowski hat die Schäden genau untersucht. Jetzt klärt er die alles entscheidende Frage: Wer ist schuld? An diesem Schaden ist für mich jetzt derjenige, der es verpackt hat, verantwortlich. Und auch bei den zerbrochenen Bilderrahmen findet der Experte: Der Verpacker hat hier auch einen entscheidenden Anteil. Genau wie beim kaputten Teller. Ganz klar ist hier ein Anwenderfehler. Das bedeutet, den Bruch bei unserem Test müssen wir aus eigener Tasche zahlen. Das würde wahrscheinlich auch von keinem Richter dieser Welt einen Anspruch gegenüber dem Paketzusteller hier dann irgendwie geltend machen können. Für die Paketdienste sind die Päckchen ihrer Kunden eben eine Blackbox. Sie wissen nicht, was drin ist. Deshalb sollte man beim Verpacken einige Tipps beherzigen. Erstens, alle Teile rundherum gleich gut einpacken und festkleben, damit nichts verrutscht. Zweitens, Bilderrahmen und Gläser besser hinstellen, anstatt sie hinzulegen. Drittens, das Paket am Schluss gut auspolstern, damit nichts rappelt oder rutscht. Dann kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Und in besonderen Fällen Fotos machen. Wenn Sie ein Paket verschicken, was vielleicht ein bisschen wertvoller ist, dokumentieren Sie den Einpackprozess. Weil wenn es dann nachher zur Schadensklärung kommen soll und Sie müssen darlegen, ich habe das Ganze wirklich da drin gehabt und in dem Zustand, müssen Sie es darlegen und beweisen können. Und das geht am besten, wenn Sie jemanden haben, der dabei war. Oder Sie haben es fotografiert. Doch in den meisten Fällen haben Verbraucher bei Schäden schlechte Karten.
Warum das so ist, will uns Verpackungsexperte Sadlowski mit einem Experiment zeigen. Lassen sich selbst die zerbrechlichsten Dinge so verpacken, dass sie einen Sturz aus ein paar Meter Höhe überstehen? Tatsächlich. Dank der fantasievollen Verpackung ist sogar ein rohes Ei heil geblieben. Ein Experiment, das deutlich macht, warum Verbraucher meist auf ihren Schäden sitzen bleiben. Fazit: An den Scherben waren die Paketdienste zwar unschuldig. Beim Service vergeben wir aber nur je einen Punkt an DHL und Hermes. Denn GLS hatte unser Testpaket einfach im Hausflur abgestellt. Und DPD kam gleich 2 Tage zu spät. Als nächstes kümmern wir uns um die Frage, ist Pakete schicken schlecht fürs Klima? Der Paketversand boomt. Entscheidender Grund, wir Deutschen kaufen immer mehr online ein. Und der Trend ist ungebrochen. Experten schätzen, dass das Paketaufkommen in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter wächst. Die Folge: noch mehr Zustellwagen in den Innenstädten. Dabei herrscht bereits heute schon vielerorts dicke Luft. Hinzu kommt die CO2-Belastung. Jens Hilgenberg vom BUND hat genauer untersucht, welchen Anteil Paketdienste an der schlechten Luft in unseren Städten haben und kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Also ein Päckchen ist nicht per se schlecht. Also natürlich kann ein Päckchen gut sein. Aber man muss sich halt Gedanken machen. Wie viel Treibhausgas, CO2, etwa ein Paket im Einzelfall verursacht, das wollen die Unternehmen nicht veröffentlichen. DHL immerhin verrät so viel. 600 Gramm CO2 würden im Durchschnitt beim Transport eines Paketes in Deutschland entstehen. Aber was bedeutet das in der Praxis? Ist Online-Shopping schlechter für die Umwelt, als seine Einkäufe selbst mit dem Auto zu erledigen? Wir sind in Bernau am Chiemsee. Die nächste größere Stadt ist Rosenheim. Die Einkaufsmetropole München liegt 83 Kilometer entfernt. An einem Samstagmorgen sind wir hier mit unseren Testern verabredet. Familie Pawlicek fährt am liebsten selber mit dem Auto einkaufen. Familie Hauser shoppt dagegen so viel wie möglich online. Hier auf dem Land kann sie sich so jede Menge Fahrerei ersparen. Und Mutter Martina sieht noch mehr Vorteile. Weil es praktisch ist. Ich kann es zu jeder Uhrzeit machen. Am Sonntag, abends. Und meistens ist es, oder oft ist es auch günstiger. Aber geht so viel Bequemlichkeit zulasten der Umwelt? Um das herauszufinden, beginnt Martina Hauser mit dem Testeinkauf. Beide Familien sollen nämlich exakt die gleichen Gegenstände besorgen. Einmal online, einmal klassisch mit dem Auto. Sie entscheiden sich für ein Percy Jackson Bücherset, einen Lenkdrachen mit 150 cm Spannweite und eine Windjacke, die trocken hält und warm. Als geübte Online-Shopperin hat Frau Hauser diese Aufgabe in ein paar Minuten erledigt. Für den Rest vom Samstag hat sie nun Zeit für die Familie. Und Abflug, jetzt kriegen wir wieder keinen Parkplatz. Bei den Pawliceks beginnt der Morgen dagegen im Schweinsgalopp. Denn sie sollen alles in den umliegenden Fachgeschäften besorgen. Bis 12:30 muss das erledigt sein, denn samstags ist dann Ladenschluss. Servus. Ich brauch bitte eine Übergangsjacke für den Großen, so 164 Größe. Mitten im Sommer eine Jacke für den Herbst kaufen? Gar nicht so einfach. Ja, die ist ein bisschen zu groß. Nee. Ja, du, wenn du einen Pulli noch drunter hast und so. Es wird ein bisschen auf Zuwachs sein, oder? Ja, eben, schau, dann wächst wieder, dann passt es wieder nicht. Gar nicht so leicht, die Vorstellungen von Mutter und Sohn unter einen Hut zu bekommen. Die begrenzte Auswahl macht das Einkaufen auch nicht unbedingt einfacher. Doch dann endlich. Ja, das ist besser. Ja, das passt. Weißt du, du musst ja nur was drunter ziehen. Das würde ja ein bisschen am Frühling passen. Wenn du dann Pulli anhast, dann passt es. Ja, das ist gut. Okay. Also, Farbe, ja? Farbe passt. Männer entscheiden sich schneller. Geschafft. Und weiter geht die wilde Fahrt durchs schöne Oberbayern. Im Buchladen in Grassau schnell den Bücherschuber eingepackt und da wartet auch schon die letzte Station.
Auch im Spielzeugladen bekommen unsere Tester trotz begrenzter Auswahl genau das, wonach sie suchen. Dankeschön. Bitte? Also ich rufe immer vorher an, weil ich fahre nicht planlos los, ist ja Käse. Macht doch keiner. Also, wenn jetzt hier einkaufen geht, ich rufe immer vorher an, haben die das da, weil sonst fahre ja nicht los, ist ein Schmarrn. Frau Pawlicek hat sich also wirklich alle Mühe gegeben, überflüssige Kilometer zu sparen. Am Ende ist ihre Einkaufsrunde 26,4 Kilometer lang. Ihr Diesel verbraucht knapp 7 Liter auf 100 Kilometer. Die CO2-Bilanz damit 4752 Gramm. Am späten Nachmittag treffen sich die Familien dann zur Endabrechnung. Hat Familie Hauser durchs Online-Shopping eine bessere CO2-Bilanz als die Pawlicek? Und hast du die Jacke jetzt gekriegt auch? Ja, ich habe 3 bestellt, aber es sind erst 2 gekommen. Die 3. fehlt noch. Ach so, okay. 3 Jacken bestellen, obwohl man nur eine haben will. Kein Problem. Retouren sind bei vielen Händlern kostenlos. Deshalb wird in Deutschland eifrig zurückgeschickt. Die Retourenquote wird auf knapp 30% geschätzt. Das heißt, mehr als jedes 4. Paket geht zurück an den Händler. Ganz wichtig ist, dass ich Rücksendungen weitgehend vermeide. Denn jede Rücksendung ist auch ein Paket, das auch wieder denselben Weg zurückgebracht werden muss. Wir rechnen nach. 3 Jacken hat Frau Hauser bestellt, macht 1800 Gramm CO2. 2 davon schickt sie zurück. Nochmal 1200 Gramm. Insgesamt also 3000 Gramm CO2-Ausstoß allein für den Versand der Jacken. Und natürlich jede Menge Müll. Doch die Paketdienste verdienen natürlich auch an den Retouren. Deshalb werben sie mit Programmen wie Go Green, Think Responsible oder We Do und versprechen ihren Kunden umweltschonenden Transport, einige sogar CO2-neutralen Versand. CO2 entsteht natürlich und in dem Moment, wo ich es CO2-neutral schalte, das Päckchen, dann werden Ersatzleistungen getätigt. Das heißt, als Gegenleistung für die CO2-Emission überweisen die Unternehmen Geld für Klimaschutzprojekte. Damit werden beispielsweise Aufforstungsmaßnahmen finanziert. Denn Bäume entziehen der Atmosphäre CO2. Sicherlich sind die Projekte, in die investiert wird, von Vorteil. Bringt der Umwelt bei uns vor Ort allerdings nichts. Es ist immer besser, ein Päckchen nicht zu verschicken, als dieses Päckchen CO2-neutral zu verschicken. Weniger Treibhausgase sind gut fürs Klima. Da kann CO2-neutraler Versand einen Beitrag leisten. Am Ende hilft aber vor allem Abgase einsparen. Das gilt auch für die Feinstaubemissionen. Angesichts drohender Dieselfahrverbote in den Städten experimentieren deshalb alle Unternehmen mit Elektroflotten. Die sollen in den nächsten Jahren die Ballungsräume entlasten. DHL ist mit seinem Street-Scooter Vorreiter der gesamten Branche. Je nach Größe schafft der gelbe E-Transporter 80 Kilometer und mindestens 650 Kilo Pakete. Und dass Lieferdrohnen irgendwann einmal die Verkehrsprobleme lösen, ist zwar möglich, fällt derzeit aber eher in die Kategorie PR-Gag. Zurück nach Bernau am Chiemsee. Das Ergebnis unseres Shopping-Tests? Familie Pawlicek war mit dem Auto einkaufen, macht 4752 Gramm CO2. 4200 Gramm hat der Online-Einkauf von Familie Hauser verursacht. In unserem Beispiel war das Online-Shopping also besser fürs Klima. Doch Familie Hauser hätte noch viel weniger CO2 verursachen können. Die überflüssigen Retouren haben im direkten Vergleich ihr Ergebnis verschlechtert. Die Online-Shopper haben aber einen weiteren Vorteil. Sie können durch CO2-neutralen Versand ihre Umweltbilanz verbessern. Das kann Familie Pawlicek nicht. In der Kategorie Umwelt geht je ein Punkt an DHL und DPD. Denn bei beiden Firmen ist der CO2-neutrale Versand Standard und inklusive.
Bei GLS können nur Geschäftskunden diesen Service buchen. Und Hermes bietet CO2-neutralen Versand gar nicht an. Unser nächster Test. Jetzt geht es um das Thema Fairness. Früher war es einmal ganz einfach. Mit Gründung der Bundesrepublik war die Bundespost zuständig für das gesamte Fernmeldesystem des Landes. Briefe und Pakete brachte der Postbote zu staatlich festgelegten Tarifen. Das große Geld konnte man als Paketzusteller nie verdienen. Dafür bedeutete ein Job bei der Post Sicherheit, denn Paketzusteller waren Postbeamte mit denselben Privilegien wie Richter, Polizisten oder Lehrer. Doch seit ihrer Gründung im Jahr 1950 wird die Bundespost geplagt von ständigen Finanzproblemen. Harte Worte fielen im Deutschen Bundestag, der sich innerhalb von 8 Monaten dreimal ausführlich mit der Finanzmisere der Post befassen musste. Der Post größte Sorgenkinder sind die Pakete. Sie rissen im letzten Jahr ein Loch von 308 Millionen in die Postkasse. In den 60er, 70er und 80er Jahren schrieb die Post rote Zahlen. Als große Behörde mit Grundversorgungsauftrag musste sie auch unrentable Geschäftsbereiche bedienen. Die private Konkurrenz dagegen machte im Paketversand schon damals ordentliche Gewinne. Denn die Firmen konzentrierten sich auf das lukrative Geschäft mit den großen Versandhändlern. Privaten Paketversand hatten die meisten noch gar nicht im Angebot. In den 1990er Jahren hatte der Staat genug von den Verlusten. Die Post wurde privatisiert. Als börsennotierte Aktiengesellschaften sollten Deutsche Post, Telekom und Postbank endlich Geld verdienen. Heute steht die Post glänzend da. Allein für 2016 konnte Postchef Frank Appel einen Gewinn von 3,5 Milliarden Euro präsentieren. Als ein wichtiger Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg gelten die Einsparungen bei den Arbeitnehmern. Nach harten Verhandlungen setzt die Post Lohnsenkungen durch. 2015 vereinbart sie mit den Gewerkschaften, einen Teil der Zusteller in neue Gesellschaften auszugliedern. Für im Schnitt 20% weniger Lohn. Und dennoch, der Tarifvertrag macht die Deutsche Post und DHL aus Sicht der Gewerkschaften zum verlässlichen Arbeitgeber. Denn bei GLS, DPD und Hermes gibt es solche Tarifverträge für die Fahrer nicht. Die überwiegende Mehrheit ist nicht bei den Firmen selbst angestellt, sondern bei Subunternehmern, die auf eigene Rechnung im Auftrag der Paketdienste unterwegs sind. Die Paketdienste müssen Verantwortung auch für die letzte Meile übernehmen. Je mehr Arbeit über Ketten an Sub- und Sub-Subunternehmer ausgelagert wird, umso weniger Geld bleibt am Ende für den Beschäftigten, der die eigentliche Tätigkeit tut, übrig. DHL beschäftigt den größten Teil seiner Paketzusteller also selbst. Und beim Thema Bezahlung gibt sich der Konzern selbstbewusst. Das Einstiegsgehalt liegt laut Tarifvertrag bei mindestens 1.750 Euro brutto im Monat. Für die Fahrer, die bei den Subunternehmen von Hermes, DPD und GLS angestellt sind, gilt in jedem Fall der Mindestlohn. Das sind derzeit 1.532 Euro brutto im Monat. Faire Arbeitsbedingungen bedeuten nicht nur, dass der Mindestlohn gezahlt wird. Der Mindestlohn ist, wie das Wort schon sagt, ein Mindestlohn. Es sind im Moment 8,84 Euro in der Stunde. Und jeder Mensch kann sich ausrechnen, wie hoch der Verdienst da ist und in welcher luxuriösen oder weniger komfortablen Situation man als Beschäftigter bei einem solchen Lohn ist. Michael Mlenarczyk aus Dortmund ist Subunternehmer. Seit über 20 Jahren arbeitet er im Paketgeschäft. Heute hat er 37 Mitarbeiter. Um erfahrene Leute halten zu können, muss er ihnen anständige Löhne zahlen. Berufseinsteiger bekommen bei ihm dagegen erst einmal den Mindestlohn. Dass ein Konzern andere finanzielle Möglichkeiten hat als ich, wie ich das habe, ist es auf jeden Fall schon mal klar. Gerade wenn so ein Mitarbeiter neu kommt, muss man den einlernen. Man kann ihn nicht sofort sagen, hier hast du deine 100 Jobs, fahr mal raus. Wir fangen unten an, wir fangen mit 40 an, dann fahren wir 50 Jobs, am nächsten Tag fahren wir 60 Jobs. Ganz am Anfang fährt er erstmal 1 bis 2 Wochen lang nur mit und guckt, alles im vollen Gehalt. Natürlich nicht für 2.000 Euro, das ist schon klar, glaube ich.
Das kann ich mir definitiv nicht leisten, nein. Wir dürfen einen seiner Fahrer bei der Arbeit begleiten. Wie fair kann sein Job ohne Tarifvertrag sein? Ein heikles Thema für die Unternehmen. Aufs Gelände lässt uns GLS daher nicht. Zu viel Arbeit, zu viel schlechte Presse in den letzten Jahren. Deshalb warten wir vor dem Tor, bis unser Mann seinen Wagen fertig beladen hat. Seit 12 Jahren ist Manuel Hunzhagen als Paketfahrer unterwegs. Und ausgerechnet heute ist für ihn und seine Kollegen ein besonders arbeitsreicher Tag. In der Regel haben wir so zwischen 27.000 und 30.000 Eingangspaketen und heute hatten wir 40.000. Das kann man nur lösen, indem man einen Plan B in der Hinterhand hat und Zusatzfahrer aktiviert. Nur so kann man es schaffen, ne, zusammen. Doch sind die Pakete erst einmal eingeladen, ist jeder Fahrer auf sich selbst gestellt. Rund 250 passen ungefähr in seinen Wagen. Ob das gut zu schaffen ist, hängt vor allem davon ab, wie viel verschiedene Adressen der Fahrer ansteuern muss. Wer kommt jetzt gleich? Das sind die nächsten Stopps. 80 bis 100 Stopps pro Tag sind bei Manuel Hunzhagen die Regel. Mehr ist in seinen 8 Stunden Arbeitszeit normalerweise nicht zu schaffen. Ja, man muss das schon ein bisschen mögen. Dieses Pakete tragen, ein bisschen laufen. Man darf nicht lauffaul sein. Man ist immer in Bewegung. Man rostet nicht. Das ist aber auch das Gute daran. Ich brauche im Privatbereich keinen Sport mehr betreiben. Wie viel genau er monatlich nach Hause bringt, will er lieber nicht im Fernsehen verraten. Aber er ist zufrieden mit seinem Lohn. Angesichts des allgemeinen Fahrermangels in der Branche haben erfahrene Arbeitskräfte wie er gute Chancen bei Gehaltsverhandlungen mit dem Chef. Ein Wechsel zu DHL und damit zur Bezahlung nach Tarif für ihn kein Thema. Ja, DHL. Ich finde, die arbeiten auch samstags. Ich bin ein Fan davon, mein Wochenende zu haben. Ich habe eine Familie zu Hause, meinen kleinen Sohn. Der freut sich, wenn Papa halt Samstag zu Hause ist. Und das überwiegt dann halt mehr als ein paar Euro mehr im Portemonnaie zu haben. Samstagsfahrten gibt es bei der Firma von Manuel Hunzhagen nicht. Die Arbeitsbedingungen bei Subunternehmern müssen also auch ohne Tarifvertrag nicht automatisch unfair sein. Andererseits ist auch klar, Hermes, DPD und GLS reichen mit diesem Modell die soziale Verantwortung für ihre Zusteller an Dritte weiter. Fazit: Bei der Fairness ist noch Luft nach oben. Für die Paketboten, die bei dem Subunternehmen angestellt sind, gilt zwar in jedem Fall der Mindestlohn. Der Punkt geht in dieser Runde aber an DHL. Denn hier ist der Mindeststandard dank Tarifverträgen besser. Damit gewinnt der Marktführer unseren Paketdiensttest. Wir wollten wissen, wie gut sind unsere Paketdienste? Hermes konnte beim Preis und beim Service punkten. GLS war günstig und schnell. DPD überzeugt zusätzlich durch CO2-neutralen Versand. Das beste Ergebnis liefert DHL. Unterm Strich können die Kunden zufrieden sein. Trotz mancher Pannen und Ärgernisse erreichen Tag für Tag Millionen Pakete reibungslos ihr Ziel.